Enigmatis. Die Seelen von Maple Creek. Folge 15. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, wir waren hier noch so ein bisschen am Rätseln. Wir haben auf jeden Fall das Rätsel um die Statue gelöst. Ich kann mich nur nicht mehr ganz erinnern, vielleicht sehe ich es ja in den Notizen, was das mit dem Treffpunkt auf sich hat. Weil sie schreibt, das muss der Treffpunkt sein, aber Treffpunkt von wem? Das habe ich nicht ganz... Der Treffpunkt vielleicht, wo ich den Typen getroffen habe, der mir geholfen hat und mir die Tasche im Sturm so entgegengehalten hat, war das der Treffpunkt? Weil da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was sie damit meint. Also Treffpunkt. Kriege ich jetzt nicht mehr so ganz zusammen, muss ich gestehen, wie sie das meint. Aber ich dachte, ich finde es vielleicht in den Notizen. Aber ich weiß nicht ganz, was er meint mit Treffpunkt. Ne, da komme ich nicht ganz drauf klar, was damit gemeint ist mit Treffpunkt. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. Die Pausen sind teilweise halt auch ein bisschen lang. Muss ihn treffen. Ach ja, da war doch irgendwas, gell? Hat ihr nicht eine Notiz hinterlassen? Triff mich anschließend bei der Statue. Ah, okay. Ja, ich sag ja, das ist ein bisschen hinterher. Also, oder die Pausen. Aber ich wusste, dass ich hier vielleicht fündig werde in den Notizen. Jetzt musste ich wieder die Tür schließen. Verzeihung. Ja, der Mann mit dem Trenchcoat wollte uns treffen. Genau, der auch dieses Wanted abgerissen hat oder gesucht, würde ich sagen will. Er wollte uns bei der Statue treffen. Genau. Und wir wussten erst nicht, wo sollen die überhaupt sein. So war es. Okay, jetzt müssen wir mit dem Münzfernrohr das finden. Also die Statue. Ja. Aber wir haben keine Münze, mit der wir das starten können. Okay, jetzt weiß ich es wieder. Er ist ein bisschen her. Aber ich habe es jetzt rausgefunden. Das kriegen wir auch nicht zum Laufen irgendwie so richtig. Aber Münzfernrohr geht nicht. Ich habe keine Münze. Das ist irgendwie alles immer dasselbe, oder? Ja. Ist hier sonst nichts mehr? Sieht zumindest nicht so aus, oder? Ich habe jetzt die ganzen Folgen über nicht ein Achievement bekommen. Das finde ich schade. Es ist noch viel offen. Aber was soll ich machen? Für den Hund habe ich auch nichts. Keine Ahnung, ob ich jetzt hier nochmal ein Bimmelbild vielleicht am Start habe. Und die Strickleiter kriege ich auch nicht runter. Was meint ihr? Oder muss ich ihm Wasser bringen? Weil hier ist eine Gießkanne, hier ist ein Schlauch. Ah, da ist ein Bimmelbild. Ich habe gedacht, irgendwas muss doch sein. Okay, Hammer, Aktenkoffer, Feldflasche. Okay. Bügeleisen, Pferdchen, Pinsel. Ah, Pinsel, da habe ich vorhin ein paar Mal gesehen. Pferdchen und Bügeleisen. Pferdchen ist bestimmt wieder hier so aufgemalt, so ganz gemein oder so. Eidechse. Eidechse. Hier vielleicht. Kö. Lineal. Lineal war, habe ich auch gesehen. Das war so genau in dem Topf. Nägel. Brille, Feder. Ganz in Ruhe. Das ist Pferdchen. Ist das die Eidechse? Ja, ich hab's doch gewusst, dass es ein bisschen fies wird. Okay, Aktenkoffer und Feldflasche. Feldflasche? Ist das sowas hier? Oder sowas? Nee. Bügeleisen. Da ist noch ein oder Hämmer. Ja, immer wieder Ruhe. Da ist die Feldflasche, da ist das Bügeleisen. Oft ist auch so, wenn man eins wegmacht, hat man wieder den Blick auf das andere. Ein Kö, Brille und eine Feder. So ein Billardkö müsste doch voll gut zu sehen sein. Oder ist da wieder was anderes damit gemeint? Und die Brille? Also jetzt haben wir noch einen Hammer. Eine Brille und ein Kö. Vielleicht verstehe ich das mit dem Kö auch wieder falsch. Da ist der Hammer. Schade, dass ich mir habe helfen lassen müssen wegen diesem blöden Tape. Aber es ging nicht anders. Weiß nicht, ob es mich gekostet hat. Bestimmt. Bin ja mal gespannt, wie viele Achievements ich schaffe. Motiviert mich irgendwie. Brille und Kö, das ist doch nicht normal. Das ist doch... Hallo? So ein Kö müsste doch zu sehen sein. Ist ja wieder aufgemalt, das ist auch wieder gemein. Oh, das ist was anderes damit gemeint, aber Kö? Also ich verstehe das als Billardkö, aber bestimmt ist das jetzt wieder irgendwie was anderes. Ja, ich hab's mir gedacht. Ich habe halt mal irgendwas in der Richtung angeklickt, was...
Sonst wäre wahrscheinlich Billardkühe dran gestanden. Aber ich hab's ja gefunden. Und du hast die Brille. Ja, man muss da ums Eck denken teilweise. Glasreiniger. Hä? Hatte ich irgendwas, was schmutzig war? Wo es geheißen hat... Man kann es nicht erkennen? Nö, oder? Hä? Glasreiniger. Glasreiniger. Hatte ich hier irgendwas, wo man Glasreiniger braucht? Da komme ich nicht mehr vorbei an dem Hund. Da fehlt die Schachfigur oder dieser Zinnsoldat oder was weiß ich, was das sein soll. Was soll ich denn jetzt mit dem Glas reinigen? Und mit diesem Reagenzglas? Und mir fehlt auch immer noch eine Kerze. Unglaublich. Brauche ich weiterhin Wasser und Glasreiniger oder was, um da jetzt irgendwie... oder was? Weil das geht immer noch, komischerweise. Ich verstehe nicht, warum das immer noch geht. Total merkwürdig. Den Korken kriege ich immer noch nicht raus. Für was brauche ich jetzt den Glasreiniger? Das kann doch irgendwie... Batteriesäure? Kann sie denn ein bisschen... Ich glaube, ich werde beobachtet. Hä? Wie, was? Oh, ich habe jetzt hier drüben geklickt. Kann ich jetzt in den Wald? Ich habe doch eine Karte gefunden. I won't get anywhere without a map or some other clue. Sie sagt schon wieder so nach dem Motto, ohne Karte komme ich nicht weit. Das kann ja sein, aber... Hier bringt uns aber das auch nicht weiter, der Glasreiniger und das alles. Hm. Da braucht man einen Schlüssel, oder wenn man sagen will, das mit der Kerze. Also entweder übersehe ich da was mit der Kerze, oder... Unser Reagenzglas ist mir irgendwie eine Upsala, da wollte ich gar nicht hin. Aber das bringt uns hier auch nicht weiter. Kann man hier was sauber machen, damit es vielleicht ein bisschen besser zu lesen ist? Aber irgendwas ist hier benötigt. Ich benötige etwas anderes, sagt sie. Also es ist schon irgendwie... Man kann hier wohl was tun. Aber wozu? Oder warum? Ich glaube, mit dem Glasreiniger und dem Lappen müssen wir irgendwas sauber machen, aber ich weiß nicht was. Hier ist halt auch nichts mehr. Hä? Wie geht's denn jetzt weiter? Übersehe ich was oder ein Wimmelbild oder? Ich war doch jetzt schon überall. Korken geht nach wie vor nicht oder kann ich den irgendwie damit so ein bisschen rausstopfeln oder sowas, ne? Wimmelbild ist aber auch keins hier. Ich kann auch das Reagenzglas jetzt nicht mit Wasser füllen oder so, da habe ich das eh schon probiert. Wo hatte ich denn irgendwas, was schmutzig war, dass man es nicht lesen konnte, quasi? Nirgends. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich am Spiel selbst ein bisschen hänge. Und nicht weiterkomme. Tja. Echt jetzt? Und bei dem Hund kommen wir auch nicht weiter. Der lässt mich nicht durch. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich hier tatsächlich mal an einer Szene hänge.
Vor allem, sie sagt auf dem Wanderweg, ohne eine Karte komme ich nicht weiter, aber sie hat doch diese leicht gemalte Karte von diesem Kind. Das ist immer das hier, egal wo ich da auf der Stelle klicke. Ach Mann. Ich weiß das gerade nicht so recht, muss ich gestehen. Bei Haus der tausend Türen könnte ich jetzt gucken, an welcher Stelle es was zu tun gibt, aber geht ja auch nicht. Wir können ja trotzdem mal gucken, Glockenturm und Treppe, wohl nicht. Kirchenschiff. Aber da fällt uns eine Kerze. Bei der Kirche selber können wir nichts tun. Am Friedhof fällt uns der Schlüssel, wo man da reinkommt. Bei dem Tor ist auch nichts. Münzfernrohr, ja, wir haben halt keine Münze. Können wir trotzdem mal probieren. Vielleicht können wir da irgendwie mit dem Glasreiniger was frei machen. Esszimmer, da gab es nichts mehr. Haus auch nicht. Ja gut. Was war ein Landweg? Achso, das waren die Ruinen oder was? Ich glaube ja. Tor zur Farm. Naja, lässt uns der Hund nicht durch. Wobei, was ist ein Landweg? Warum kann ich da eigentlich nicht hinspringen? Was ist ein Landweg nochmal? Achso, oben mit der. Achso, ja, mit der Strickleiter. Brücke und Tankstelle. Absturz. Absturzstelle. Absturz. Hä? Das ist doch kein Flugzeug. Wenn, dann ist es eine Unfallstelle und nicht die Absturzstelle. Absturzstelle? Ich bin doch nicht mehr zurück in die Zukunft. Das ist doch kein fliegendes Auto. Hügel. Was laut ist der Eingang? Also das da. Nicht das. Ich habe das jetzt nicht einfach vorgelesen. Nee. Also irgendwie. Wir können mal zum Münzfernrohr gehen, aber. Wir können es ja nicht bedienen. Oder war da irgendwas mit man kann es schlecht erkennen oder so? Dass das mit der Münze, dass ich zu kompliziert denke. Vielleicht habe ich versucht durchzuschauen und sie hat gesagt, man erkennt einfach nichts. Das könnte, upsala, das könnte natürlich sein, dass ich zu kompliziert denke. Was passiert denn da, wenn man. Uha, so weit war ich noch gar nicht, dass ich was. Kann ich sehen, bevor ich die Linse nicht gereinigt habe. Okay, ja gut. Aber das hat. Habe ich das nicht probiert? Naja, okay. Meinetwegen. Jetzt sehe ich aber auch nicht viel mehr. Es funktioniert doch, ich muss bezahlen. Ja, also, um etwas sehen zu können. Ja, toll. Und ich habe keine Münze. Sehr gut. Geh so weit wie vorher. Ne. Ich habe keine Münze. Das mit dem Glasreiniger haben wir jetzt aber wenigstens abgefrühstückt. Immerhin, oder? Aber hier ist keine Münze. Und liegt da zufällig eine auf dem Boden oder so? Nö. Geil. Für was könnte man denn jetzt das Reagenzglas brauchen? Außerdem verstehe ich nicht, warum der Messingkeil gerade mal einen von sechs. Und diesen Anhänger haben wir auch noch. Kriegen wir denn im Esszimmer vielleicht irgendwas für den Hund? Und das muss ich selber überlegen. Wie kam ich da jetzt nochmal hin? Ging irgendwie anders. Ich dachte, im Esszimmer liegt vielleicht noch ein Stück Fleisch für den Hund oder sowas. Dass wir den weglocken können. Oder? Ja, gehen wir erstmal da rein. Liegt da denn irgendwas zu essen? Was ich nehmen kann? Ist halt immer nur dasselbe von wegen. Also sie haben sich zum Abendessen hingesetzt. Ich dachte, ich könnte ein Fleisch oder sowas mitnehmen für den Hund. Hier ist halt nichts mehr zu tun, gell? Ich kann nur noch den Tisch anklicken und das war's. Und dann nach draußen wieder gehen. Wo kriege ich denn jetzt eine Münze oder sowas her? Vielleicht übersehe ich ein Wimmelbildspiel, das könnte schon sein, aber ich wüsste jetzt nicht, wo es startet. Sagen wir es mal so. Vielleicht in der Kirche oder so? Dass da nochmal was übersehen habe oder sowas? Also gerade hänge ich, das ist mir jetzt auch noch nicht passiert. Es ging zwar bei Haus der tausend Türen Armorshow zu, aber da habe ich dann geguckt auf der Karte, wo es was zu tun gibt. Und dann habe ich dann noch rausgefunden. Aber im Augenblick hänge ich. Ich kann nicht schauen, das habe ich natürlich auch so eingestellt. Ist hier denn noch irgendwas einzusammeln vielleicht? Hier kann ich ja nichts machen. Mir fehlen immer noch die Kerzen. Ich dachte, vielleicht liegt hier noch irgendwas, dass ich eine Münze übersehen habe oder so. Und hier ist halt auch nichts nach wie vor. Da war ich schon so oft jetzt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich hier mal hänge. Und das geht wirklich nicht, oder?
Vielleicht geht's, wenn es vollendet ist, wenn du den Spiel dann, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Tja, ob ich das noch in der Folge rausfinde? Kann ich nicht versprechen. Wandern will sie nicht, immer noch nicht. Ich glaube, sie wandert dann, wenn sie weiß, wo die Statue ist. Ich hätte jetzt gedacht, hier ist noch ein Wimmelbild, aber ne. Kann ich vielleicht die Batteriesäure einfüllen? Ja, aber wofür? Was soll ich denn damit? Was ist irgendwas, was ich wegätzen könnte? Säure, okay, aber... habe ich irgendwas gehabt, wo man... Also, eigentlich ja nett, oder? Wo man wegätzen könnte. Ein starkes Schloss oder so, eigentlich nicht. Ich überlege gerade, ob es da irgendwas gab. Irgendein heftiges Schloss, wo man wegätzen muss, aber... eigentlich nicht. Zumindest nicht, dass ich spontan jetzt irgendwie... Mit dem Hund komme ich nicht vorbei. Die Strickleiter vielleicht wegätzen. Nein, das hätte ich jetzt eigentlich gedacht, funktioniert. Irgendwie sowas geht ja hoffentlich nicht. Nee, zum Glück. Und das Kästchen kriege ich ja trotz der ätzenden Flüssigkeit nicht auf. Oder kann ich das Messer da weg? Nee. Hier fehlt sowas hier. Da fehlt so ein Spielzeugsoldat, oder wie man sagen will. Das hat damit nichts zu tun. Ja toll, jetzt habe ich diese ätzende Säure gefunden, aber sie hilft mir gar nicht weiter. Geil. Gibt es irgendwie so ein Bild oder irgendwas, wo Münzen eingeklebt sind, wo ich eine lösen könnte oder so? Weil ich verstehe gerade nicht, was ich mit der Säure soll. Was war das jetzt? Doppeleule, oder? Nee, also im Augenblick weiß ich nicht weiter. Nicht wirklich jedenfalls. Ich hänge. Gestehe ich. Das gestehe ich. Ich habe hier so lauter unfertiges Zeug. Ich frage mich wirklich, wo die letzte Kerze zum Beispiel ist oder sowas. Aber was könnte ich denn mit der Säure machen? Den Korken kriege ich damit auch nicht. Wimmelbild geht da auch nicht erneut. Ich weiß es gerade nicht. Da vielleicht ein Wimmelbild? Weil das ist manchmal auch gemein, dann hat man halt irgendein Wimmelbild, was gerade fehlt. Ein Wimmelbild, was gerade fehlt, wollte ich sagen. Ja, es ist schon spät. Auf jeden Fall. Ja, gut. Da war ja nichts, was man lösen konnte mit irgendwas, oder? Wo festhing. Ich erinnere mich an keine Kette oder sowas, wo man sagen könnte, ja, die kriege ich jetzt weg. Also echt nicht. Den Ast kann ich ja auch nicht irgendwie... Nee, das ist auch zu kompliziert, glaube ich. Ah, jetzt weiß ich. Ah, mein Gott. Habt ihr es gewusst? Jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich's. Mein Gott. Das ist aber auch teils... Alles klar. Wenn das nicht cool war. Ich bin voll gerettet. Jetzt hört das Gebimmel wenigstens mal auf. Ziel erreicht, die Glocke. Ja, endlich. Jetzt habe ich schon gedacht, aber jetzt habe ich es noch vor Ende der Folge geschafft. Die Kirche 2. Ich habe die Glocke zum Schweigen gebracht. Als sie den Turm herunterraste, zertrümmerte sie die Treppe, doch ich könnte dennoch hinunterklettern. Zum Schweigen gebracht. Genau wie ich dachte, ohne die Glocke war der Bann auf die Bewohner gebrochen. Die Bürger von Maple Creek rannten, schockiert und panisch, ins Freie. Ich bezweifle, dass ich sie befragen kann, doch zumindest sind sie nun frei. Fliehen in Panik, sagt sie. Okay, damit ist die Glocke geschafft. Finde die Statue, seltsame Ruhe. Eine Stätte voller Fragen. Der Tatort, wo ist der Prediger des Geheimnisses von Maple Creek? Finde Kate Burrows. Okay. Ja cool, meine Freunde. Ich würde sagen, hier beende ich mal die Folge. Ist auch ein bisschen ein Cliffhanger, aber wer weiß, wie es jetzt weitergeht, wenn ich hier wieder absteige.
Treffen wir jemanden, treffen wir den Pater, keine Ahnung was. Wir haben mit dem Gebimmel auf jeden Fall mal hier kurz einen Prozess gemacht. Jetzt bin ich froh, dass es mir noch eingefallen ist. Teilweise hat man auch so viele Locations, dass einem das jetzt nicht gleich in den Kopf kommt. Habt ihr da dran gedacht, an die Glocke gerade mit der Säure? Naja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen groggy jetzt. Das ist, wie gesagt, die letzte Folge für diese Session. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einfach mal ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Session und bei der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.